Ostern ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet ein angenehmes Osterfest, habt eure Verwandtschaft besucht, so wie ich das mehr als zu Genüge gemacht habe. Wollt euch mal wenigstens kurz auf dem Laufenden halten, weil zu mir kam ich jetzt irgendwie nicht. Zum einen wollte ich euch mal über meine Neuanschaffung auf dem Laufenden halten und auch freundlich darauf hinweisen, dass ihr jetzt die kommende Woche schön auf meinem YouTube-Kanal mal vorbeischaut, weil da werde ich so ein paar Sachen denn hoffentlich auspacken können. Zum einen habe ich über Ostern bestellt die Füße für den Movi Pro von Freefly Systems. Die sollen mit einer kleinen Anpassung ohne Probleme an den Ronin M passen. Bin mal gespannt. Laut YouTube soll es gehen. Wäre ein Traum, wenn es funktioniert. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Die Füße kosten bloß $25. Sind aber aus Kunststoff. Das heißt, sie sind leichte, hübsche und auch nicht so risikobehaftet wie die jetzigen. Die sind nämlich ziemlich scharfkantig und wenn ich da irgendwo gegenkomme, dann führt das eigentlich immer gleich zur Beschädigung. Das war die günstigste Anschaffung an dem Osterwochenende. Außerdem bestellt habe ich mir eine Drohne. Stand ja schon länger auf meinem Wunschzettel, die DJI Mavic Pro. Hatte sie mir letzte Woche nochmal angeschaut. Hier ein kleines Video. Ich will keine ganzen Filme mit der Mavic machen, sondern mehr Intro-Sequenzen und so weiter. Also kurze Szenen, die dann zur Ergänzung zum Ronin-Material mit der Sony Alpha 6300 dienen. Was mich auch schon eine ganze Weile gestört hat, ist die Kamerasituation beim Vlogging. Also die Hero 3 reicht mir nicht mehr so vom Hocker von der Qualität her oder hat sie noch nie. Erst recht nicht, wenn es ein bisschen dunkler ist, so wie jetzt. Ist zwar sehr cool, wenn man die hier so am Körper hat oder am Wohnen. Das Video, wo ich das Motec Aventus Video gedreht habe, das kam auch sehr gut an. Gerade auf Instagram habe ich dadurch 150 Follower gewonnen. Aber als Hauptvlogging-Kamera taugt das nicht so wirklich. Auch die Tonqualität ist nicht die beste. Die 5D Mark II, mit der ich gerade filme, ist etwas unhandlich zum Vloggen. Außerdem, wie man sieht, ich glaube, das Bild flimmert auch etwas. Ist mehr eine Fotokamera, muss man ehrlich sein. Und die Sony Alpha 6300 hängt meist am Gimbal. Und die ist mir ehrlich gesagt zu schade zum Vloggen. Die ist ja immer und überall dabei und andauernd das Objektiv wechseln, weil zum Vloggen brauche ich das Weitwinkel und auf dem Gimbal nutze ich eigentlich immer das 50mm Objektiv. Das ist mir nichts, gerade weil nicht mehr wie bei der Spiegelreflex da noch irgendwas vor dem Sensor ist, sondern der direkt hier offen liegt. Darum hatte ich ja letztes Mal schon angesprochen, ich will mir eine neue Vlogging-Kamera kaufen, das habe ich jetzt auch getan. Ich hatte lange überlegt, ob ich mir nicht eine der Sony EX100 hole. Der einzige Vorteil bei der EX100 ist dieser HFR-Modus. Also warum habe ich mich für die Canon PowerShot G7 X2 entschieden und nicht für eine der Sony EX100? Die Bildstabilisation soll sehr, sehr gut sein bei der Canon. Und ich kann das Display voll zu mir klappen und es hat ein Touchscreen. Was gegen die Canon gesprochen hat, war, dass sie kein 4K kann und nicht diesen HFR-Modus hat. Preis-leistungstechnisch hat die Canon mir am besten zugesagt für meine Ansprüche. Amazon sagt, die Canon kommt am Mittwoch, das heißt, dann kann ich endlich mal vernünftig vloggen mit B-Roll und Zeitraffer und hier und da. Die GoPro werde ich trotzdem noch ab und zu nutzen, denn für diese POV-Shots, die ja ziemlich beliebt sind.
Am Donnerstag müsste die Mavic Pro dann auch kommen und das Unboxing von der Mavic kann ich dann hoffentlich schon mit der neuen Canon PowerShot filmen. Ich schaue mal, dass ich die Mavic auch schon zu Freitag versichert bekomme. Wenn ihr Empfehlungen habt, was Versicherungen angeht für Drohnen, ich habe jetzt eine ganze Menge gegoogelt, hatte schon überlegt, ob ich zu Zurich gehe. Wahrscheinlich werde ich aber zu HDI gehen. Aber wenn ihr da irgendwie Empfehlungen habt, dann sagt einfach Bescheid. Was für Videos ich noch so geplant habe in Zukunft. Zum einen merke ich, dass ziemlich viele Fragen zu meinem Rig kommen. Welchen Monitor ich nutze, wie zufrieden ich damit bin, wo ich die Füße her habe. Hier und da, also ziemlich viele Technikfragen. Darum werde ich nächstes Mal ein Video machen über mein ganzes Equipment und wofür ich es nutze. Mein Foto-Equipment, mein Video-Equipment. Dann habe ich einige Fragen erhalten, wo ich die Musik für meine Videos herbekomme, aber da gibt es eigentlich mehr als genug Videos im Internet. Da brauchst du nicht noch ein Video, wo nehme ich meine Musik her, da gibt es so viele Videos im Internet. Ich kann ja auch kurz sagen, ich habe bei Epidemic Sounds habe ich mir dieses Abo geholt für $12 und bin super zufrieden, gerade weil man die einzelnen Spuren des Songs sich runterladen kann, wenn man jetzt irgendwie sagt, der Song ist super, aber die Vocals gefallen mir nicht, dann lade ich mir den Song inklusive Stems runter und dann nehme ich halt nur die Bassline, also, was mir halt gefällt. Und meistens gibt es aber auch auf Epidemic von dem bestimmten Song eine Instrumentalversion. Und worüber ich auch noch vielleicht ein Video machen werde, ist über die YouTube-Kanäle, die ich abonniert habe. Außerdem bin ich am Überlegen, ob ich das Ganze auf Deutsch weitermachen soll. Or should I speak in English? Like Christian Marty Grab. Ich habe jetzt mal die letzten Videos mit Untertiteln versehen in Englisch und die Zugriffszahlen sind echt nicht verkehrt. Ich muss mal schauen. Aber eigentlich würde ich es gerne in Deutsch weiterführen mit englischen Untertiteln. Kostet halt nur ein bisschen mehr Zeit. In dem Sinne, schaut fleißig vorbei auf meinem Kanal. Da wird eine Menge los sein demnächst hier. Am besten abonniert ihr den Kanal, dann könnt ihr nichts mehr verpassen. Alles klar, bis dann.